Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Promigeflüster. Wir sind heute beim Rottweiler Ferienzauber. Wenn man rausschaut, das Wetter ist nicht so wirklich auf der Ferienseite, denn Ferienzeit, Sommerzeit, eigentlich soll es eigentlich schon schön heiß sein. Aber das kommt wieder, Sommer macht eine kleine Pause. Aber musikalisch keine Pause machen heute meine Interviewgäste, die Blechbixen. Ihr kennt sie, sie waren ja schon mal zu Gast. Wir haben uns in München damals getroffen. Ich sage erstmal Hallo in die Runde. Servus, die Karin, die Hilde. Dann haben wir die Michi, sie kam heute ein bisschen zu spät, ein bisschen in den Stau geraten. Und die Judith. Richtig. Servus. Christi. Hallo, Christi, servus. Und hier rüber auch nochmal. Servus. Genau. Servus. Hi. Ich habe mich so richtig mal schön in die Mitte gesetzt. Man fühlt sich wie der Hahn im Korb, genau. Großstadtfieber, so heißt eure aktuelle CD, eure erste CD eigentlich, oder? Ja, genau. Weil wir sind alle so vom Land und dann haben wir uns gedacht, das ist eigentlich ein schönes Thema für einen Song. Und dann haben wir eben den Song Großstadtfieber komponiert. Also das beschreibt das Gefühl, wie wir uns fühlen vom Land, wenn wir in die Stadt reinfahren. Also konkret nach Mingen rein für uns auf dem Land. Und das trifft eigentlich jetzt auf mehrere Städte zu, wo wir so unterwegs sind. Und das ist immer ein schönes Gefühl, weil da immer viel los ist in der Stadt. Und ich glaube, das hört man musikalisch auch ein bisschen raus, wie man sich da fühlt, und deswegen haben wir dann auch das Album so genannt. Sehr schön. Nee, also es gibt wirklich Laune, macht Laune, es sind verschiedene Facetten drauf und doch wirklich toll, gut gelungen. Danke. Jetzt seid ihr natürlich viel unterwegs zurzeit, also jetzt kommt ihr auch ein bisschen sozusagen in die Großstadt oder beziehungsweise aus dem Bayerischen raus. Wo geht's denn überall hin? Wir waren jetzt letztes Wochenende gerade in Bamberg, was uns auch sehr gefreut hat. Auf einer Biergartentour. Für wen, das weiß ich nicht, ob man das sagen darf. Da haben wir ja keine Probleme damit. Dann machen wir mal ein bisschen Werbung. Ja. Für Erdinger Weißbier, genau. Ja, und dann sind wir nächstes Wochenende noch in Freiburg. Also ja, zurzeit rührt sich ein bisschen was. Also viel in Baden-Württemberg unterwegs momentan, ja? Momentan ja, und das ist immer ganz interessant, wenn wir irgendwo sind. Wir müssen immer erst schauen, ob die Leute uns überhaupt verstehen. Dann. Aber da du uns ja auch verstehst, haben wir wahrscheinlich heute in Rottweil auch überhaupt kein Problem. Denke ich mal nicht, nee. Wenn man jetzt so über die Landesgrenze hinaus unterwegs ist, wie wird da angenommen? Wie kommt es an beim Publikum? Also wir sind da immer ganz nervös vorher, weil wir ja eben nicht genau wissen, ob die Leute uns vielleicht schon mal gehört haben oder uns kennen oder ob die da ganz unbefangen reingängern und sich vielleicht ganz was anderes darunter vorstellen. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer alles gut hingehaut und hat alles gut geklappt und bis jetzt war es eigentlich ganz gut. Ihr habt ja auch mittlerweile schon Fernseherfahrung, also vor, ja, ich glaube letztes Jahr war es oder vor zwei Jahren schon mit dabei, immer wieder sonntags als Sommerhitkönig mit dabei und dieses Jahr, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, war er nochmal in der Sendung, aber dann richtig, wie war's? Ja, das war toll. Wie gesagt, vor zwei Jahren waren wir bei der Sommerhitparade mit dabei, haben da schon die ersten Erfahrungen sammeln können und haben da ja einen riesen Spaß gehabt, wie immer eigentlich. Und dann dieses Jahr als nicht in der Hitparade, sondern als richtiger eingeladener Act, das war schon nochmal eine andere Erfahrung, hat uns wirklich Spaß gemacht. Leider war das Wetter auch nicht so gut bei der Probe, aber dann bei der Show war strahlender Sonnenschein. Genau. Das wird ja dann heute auch so sein, wenn ihr auf die Bühne geht, dann geht die Sonne sowieso auf. Wir haben ja die Sonne alle im Herzen, ne? So ist es doch. Genau, richtig, das hoffen wir doch. Und hinter uns, da haben wir sie auch sogar in Blumenform, die Sonnenblume, also Mai, schön. Auf der Bühne, sage ich jetzt mal, ihr habt Verstaukung dabei. Ihr seid ja, da wo wir uns kennengelernt haben, waren wir zu fünft. Was ist mit der Kollegin passiert? Die hat einfach aus beruflichen Gründen dann irgendwann keine Zeit mehr gehabt. Ihr hat es total leid da, uns hat es total leid da und die ist aber natürlich ab und zu immer noch im Publikum mit dabei, okay, und feuert uns an.
Sehr schön, so soll sie auch sein. Also so ganz vergessen ist sie nicht. Und sie hat euch auch nicht vergessen, das ist immer wichtig. Und ihr habt, wie gesagt, Verstärkung dabei, einmal am Schlagzeug und einmal an der Tuba. Gell? Seit wann sind die eure festen Begleiter? Ich habe es gesehen, heute habt ihr nochmal groß Werbung gemacht auf Facebook. Genau, also wir haben die auf Facebook tatsächlich davor noch nie vorgestellt gehabt und jetzt heute hat sie das so angeboten. Das sind der Laumi und der Bernie und die unterstützen uns jetzt seit 2 Jahren live und das ist wirklich ein super Sound. Da kommt einfach nochmal Druck dann von hinten, so Tuba, E-Bass und Schlagzeug. Wir freuen uns riesig, dass sie dabei sind. Ja, also dann gibt es noch den richtigen Sound auf der Bühne. Das heißt, nachher wird das Festzelt hier oder das Zirkuszelt, was wir heute haben, aus allen Nähten platzen, oder? Kann man sich das so vorstellen? Aber hallo, davon gehen wir jetzt mal aus. Sehr schön. Ja, Social Media, Internet, Facebook, sind da auch Festzugänge. Wo kann man was finden? Also wir haben eine eigene Homepage, www.blechbixen.de. Da stehen dann auch alle unsere Termine mit drauf. Und natürlich auf Facebook sind wir auch vertreten, da haben wir eine eigene Fanpage und da kann man uns dann liken. Genau, das so unbedingt machen. Liken, Daumen nach oben. Ich kann es nur empfehlen. Also die Mädels sind wirklich super spitze, haben wirklich was gut drauf und ja, musikalisch sowieso, ganz klar. Aber ein Akkordeon ist dabei, das hat ja mit Blech gar nichts zu tun. Da glaub, muss ich mal hier rüber, oder? Liege ich da falsch? Na, stimmt. Ich spiele Akkordeon. Ja. Ich übernehme dann quasi mehr den Bixen-Part als den Blech-Part. Okay. Okay. Eure Songs, die jetzt auf eurer CD drauf sind, wie sind denn die entstanden? Alles eigene Komposition oder wer trägt dazu bei? Also ganz früh hat unser Karin geschrieben. Mhm. Genau, richtig. Ja, die ist so der kreative Kopf für uns. Und auch alle, das sind entstanden mit Unterstützung von unseren Produzenten. Mhm. Aber da haben wir alle so ein bisschen mitgewirkt. Aber wie gesagt, das meiste aus dem kreativen Kopf von unserer Karin. Mhm. Dann muss ich doch nochmal ganz kurz hierüber fragen, Karin. Wie kommen die Ideen zustande? Ich weiß, du hast hin und wieder auch beim Fernsehen bei unserem Privatsender Gute Laune, man darf es ruhig sagen, auch mitgewirkt, warst dort kräftig dabei in der Redaktion. Gab es da viel Zeit oder? Das war dann eigentlich ja das Problem, warum ich da nimmer bin, okay. Weil wir ganz oft eben am Wochenende auf diesen Festivals, Kastelroter Spatzenfest und wie es alles heißt, unterwegs waren zum Filmen und zum Drehen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe eine eigene Band und ich bin am Wochenende selber unterwegs, deswegen bin ich da leider nimmer. Also der Job hat super viel Spaß gemacht und die Texte kommen eigentlich zustande, indem ich einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehe und dann schnappe ich immer mal wieder irgendwie was auf und dann schreibe ich mir das nochmal gleich ins Handy und dann entwickelt sich ein Song einfach ganz natürlich. Ja. So ganz einfach. Und dann, das sind jetzt erstmal die Texte und die Musik, wie geht es? Erstmal die Texte schreiben und dann die Melodie oder geht es auch umgekehrt? Das geht auch umgekehrt. Also das ist ja ganz unterschiedlich bei mir. Also manchmal habe ich erst einen Text und dann versuche ich da Musik dazu zu schreiben. Manchmal habe ich erst so ein Bläserriff im Kopf und dann mache ich da draus die Musik. Manchmal habe ich erst die Harmonien und sitze am Klavier und probiere ein bisschen rum. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Genau. Wir werden, ich hoffe, wir dürfen kurz nachher ein bisschen was mitfilmen beim Auftritt, dass man mal sieht, wer wie instrumentiert ist. Aber wir können auch nochmal ganz kurz durchgehen. Du bist, glaube ich, mit der Trompete dann auch bestückt. Ne? Genau. Nur oder was sonst noch? Trompeten und dann habe ich noch so eine Melodika. Mhm. Und zweit- und drittstimme singe ich halt dann im Background. Und was hier? Bei mir ist die Posaune hauptsächlich und auch noch ein bisschen Gesang mit dabei. Okay. Michi, sie singt, also das Akkordeon haben wir eh schon. Genau, ich bin quasi die Leadsängerin, wenn man es so will. Und Instrument? Ich habe früher mal Schlagzeug gespielt bei den Blechbixen, bin aber jetzt in die erste Reihe gewandert quasi und habe die Schlagzeugspielen die Profis überlassen. Okay. Ja gut, nicht schlecht. Da sind wir, wie gesagt, nachher schon mal gespannt, was uns erwartet. Weil, wie gesagt, im kleinen Rahmen haben wir schon mal was gehört, ja, als ihr uns im Studio in München da besucht hattet. Das war auch ganz amüsant. Wie geht's jetzt weiter? Was steht noch an dieses Jahr? Oktoberfest irgendwie? Oktoberfestzeit, die kommt ja jetzt. Seid ihr da anzutreffen irgendwo? Am Oktoberfest jetzt nicht, aber wir haben ab Herbst unsere eigene Tour geplant und da touren wir so ein bisschen durch Bayern und stellen wir uns ein neues Programm dann vor und das ist mal jetzt unser nächstes großes Projekt, quasi die Sommerferien über, jetzt noch gescheit proben und dann geht's auf im Herbst. Im Herbst, okay, alle Termine, denke ich mal, kann man dann auf der Homepage erfahren. Und die heißt wie nochmal, ganz einfach? www.blechbixen.de.
blechbixen.de, dann kann man alles erfahren. Und jetzt geht's auch schon langsam los. Ihr müsst euch vollends vorbereiten. Die Leute warten schon. Ich wünsche euch jetzt vom Publikum viel Spaß. Uns natürlich viel Vergnügen, denke ich mal. Den Zuschauern auch, die dann noch ein bisschen was mitbekommen. Und wir sehen uns bei irgendeiner Gelegenheit vielleicht auf der Tournee wieder. Ich bedanke mich und sage, liebe Zuschauer, alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Die Blaufinger-Brande zu mir steht und wandert.